Hallihallo Leute und willkommen zu einer neuen Folge von Euro Truck Simulator 2. Und zwar in dieser Folge bin ich jetzt gerade am gucken bzw. am überlegen, da unsere Firma ja Profit in 7 Tagen von 55.000 Euro Profit abwirft, in 7 Tagen wohlgemerkt, und ja, wir ja noch bei der Bank einen ungenutzten Kreditrahmen von 420.000 Euro haben, bin ich am überlegen, ob wir unseren Standort ausbauen. Und zwar haben wir hier einen Standort in Stuttgart und der ist winzig. Den auszubauen würde 180.000 Euro kosten. 180.000 Euro würde in unseren Kreditrahmen reinpassen. Aber es würde uns auch zu einem gewissen Wachstum zwingen. Nun ist meine Überlegung, wollen wir das oder wollen wir lieber noch ein Stück ackern und weniger schnell wachsen, genau. Weil ich meine, ein Kredit muss bedient werden, das kostet Fahrer, das kostet LKWs, das kostet alles. Ja. Da bin ich jetzt gerade noch am gucken. Wir gucken jetzt gerade mal hier. Ich bin noch nicht abgehängt. So, gucken wir mal, Frachtmarkt. Wir sind von hier Kassel, gibt's nach Hamburg. Nach Hamburg wäre mal was. So. Ich glaube, wir fahren nach Hamburg, oder? Ja. Fahren nach Hamburg. Das heißt, ich muss einen Auflieger platzieren. Wer hätte es gedacht? Da eins daneben. Vorsicht. Laden bitte. Bin gerade etwas. Das heißt, 5 Stunden haben wir Fahrt. Hamburg ist genug Überlegungszeit. Okay. Ihr Leute könnt auch inzwischen fleißig in die Kommentare schreiben, was ihr meint, was ich machen soll. Da ist frei. Was eure Meinung ist, soll ich den Kredit nehmen, soll ihr noch warten, ein bisschen Geld zusammenfahren für eine größere Garage? Was meint ihr dazu? Fahren mal rechts, genau. Oder soll ich jetzt Geld in die Hand nehmen von der Bank und soll die Firma groß machen, ein paar Fahrer einstellen? Was meint ihr da? Wobei man bedenken muss, mehr Fahrer kosten auch mehr Geld, mehr LKW.
Mehr Strafzettel, mehr Geschwindigkeitsübertretung. Das ist halt alles. Mal alles mitrechnen. Kosten auf Reifen. Am Grün. Kommissar. Die geben es egal. Jawohl. So, wir verlassen Kassel. Haben noch 5 Stunden 3 vor uns. Mal wieder ein bisschen Gas geben. Das mit der Bank ist halt schon eine Überlegung. Weil ich meine, wenn die uns schon so viel Geld zur Verfügung stellen, dann können wir das ja eigentlich rein theoretisch auch nutzen. Gerichts. Ja, war ja klar, dass wenn ich anhalte, dass dann wieder grün ist. So klar. Ja, Gott sei Dank habe ich kein Gas gegeben. Ei. Ich sag's ja, jedes Mal, wenn ich anhalte, dann ist grün. Es ist nicht witzig. Es ist zum Kotzen. Ich bin hier 60 fahren. Warum dürfen wir hier nur 60? Haben wir gleich unsere Reisegeschwindigkeit erreicht? Klar. Jetzt habe ich meine Reisegeschwindigkeit wieder, jetzt darf ich wieder abbiegen. Ich muss hier schon hin. Ist ja wieder klar. Geben wir mal wieder Gas und hoffen, dass wir, bevor wir auf Höchstgeschwindigkeit sind, dass wir da mal ein paar Kilometer zustande bringen. Ist ja unerträglich gerade je. Aber LKW, ich denke, da haben wir uns einen guten ersten LKW gekauft. Ich sehe das Actros. Kurz gucken, da kommt nichts. Ein und drei. Reisegeschwindigkeit erreicht. Ich darf hier nur 60. Warum darf ich hier nur 60? Und das ist doch auch wieder blöd. Ei. Darf ich hier wieder nur 60? Das ist doch mal. Ey, weil schon dann wundern sie sich, warum der Verkehr aufgehalten wird. Mhm.
Mann, Mann, Mann. Wieder Gas geben. Und da steht schon wieder die Polizei. Hallo, 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 hallo. Bin bereit zum Abkassieren. Eben noch eine Anzeige, weil ich 5 km zu langsam war oder was? Wer ist jetzt? Komm. Rein. Ah, er hat es richtig gemacht. Geschwindigkeitsstreifen ganz ausgenutzt. So, wir haben noch 3,5 Stunden Fahrt vor uns. Und ja, ich bin gerade etwas erkältet. Ja. Schon wieder Polizei. Was ist denn heute los? Uff. Da. 80 dürfen wir. Ach Gott, also. Unser Fahrer ist schon wieder müde hier. Wir haben noch 3 Stunden vor uns. Ah, das habe ich wieder vorher nicht geguckt. Ey. Ich glaube, so geht's den Disponenten immer. Dass die nicht gucken, ob ihre Fahrer ausgeschlafen sind. Ja, jetzt pressen sie wieder hier. Haben wir fahren ja strikt nach Geschwindigkeitstempo. War etwas zu hoch. Genau. Hier schön wieder einen Berg hoch kriechen. Könnte man eigentlich mit 90. Aber nö. Ja, ich weiß. Sag ich auch die ganze Zeit. Ja. Anstecken wäre. Haben noch 3 Stunden, komm. Bisschen halten wir noch durch. Wir haben es ja nicht mehr weit. 2,5 Stunden nur noch. Hamburg. Bitte. Sind ja schon fast in Hamburg. Hofe sind wir gerade. Kommen sie rüber, oder? Ich weiß. Ich habe nicht geguckt, ob du müde bist. Tut mir leid. Noch 2 Stunden. Ich habe gedacht, das hältst du leicht durch. Geht doch. Super. Jetzt müssen wir kurz mal aufpassen. Wohin müssen wir? Hamburg, Dortmund. Geradeaus. Geradeaus weiter, da fährt Polizei. Unser Fahrer ist schon ziemlich arg müde. Kommt noch 2 Stunden. Und ich sehe noch keinen Rastplatz in der Nähe. Eieiei. Ja, ich weiß. Muss mich nicht dran erinnern.
2 Stunden, halb voller Tank. Da, was sagt das Schildle? 500 Meter. Müssen wir da runter, bevor wir einen Deckel kriegen. Das wäre nicht so toll. So, jetzt haben wir noch Gedanken. Genau. Einunddreißig zu diesem Preis. Um einmal voll machen. 806 Euro. Auch schon eine Idee. Was habe ich jetzt gerade gezahlt? Was habe ich gerade gezahlt? Zahlgeräusch, das kam so mal. Strafe. So, dann machen wir hier mal Ruhepause, dass der hier wieder hibbelig werden kann. Ja. Lass mal weiterkommen. Knapp 2 Stunden. Auch wieder knapp. Jetzt gucken, dass wir Quadratmeter machen hier. Genau, jetzt gucken wir, dass wir Quadratmeter. Haben wir gleich unsere Reisegeschwindigkeit erreicht. Die strafzettelfreie Zone. Wir sollten schon auf der Spur bleiben. Wir müssen weiter geradeaus. Geradeaus. Richtung Hamburg. Noch 1 Stunde 25. Da wird's gescheppert. Da ist Blaulicht. Da. Hey, Navi, wehe, du sagst was Falsches. Schön auf der Spur bleiben. Wir haben ausgeruhten Fahrer, drum ist dunkel. Ach ja. In unserem Mercedes Bus 1 Stunde 8 Hamburg zum Entladepunkt Marschner Kreuz. Ja, da schon mal. Aber um zurück zu der Bank zu kommen, bei 420.000. Können wir der Polizei was heute los? 420.000 haben wir noch Kreditrahmen. Sind es eigentlich schon. Reicht für uns aus.
Denn anfangen? Ich meine, das können wir ja auch wieder reinarbeiten. Steht ja außer Frage, aber uns wirklich machen sollen, das ist halt Frage. Jetzt mal rechts. Schon eine blöde Abzweigung hier. Komisch, hier darf man 80 fahren. Aber nix. Wie mal rein, danke schön, super. Wow. Das war auch knapp. Ich sehe davon nicht nur unser Ziel. Unser Ziel. Mann. Hier runter. Wunderbar. Ein bisschen kurvig aus. 15. Ich gehe 15 links. Oh, wir haben grün. Awesome. Hier lang. Wie gesagt, Leute, oh, wir haben grün. Da vorne geht's schon wieder runter. Leute, wie gesagt, helft mir bei der Entscheidung mit der Bank. Soll man das Finanzielle machen? Oder sollen wir es nicht machen? Ich meine, das ist echt eine Riesensache. Das wäre ein schneller Wachstum. Aber, weiß nicht, sollen wir das wirklich machen? Helft mir bei der Entscheidung, schreibt es in die Kommentare. Wenn euch die Folge gefällt, zeigt es doch mit dem Daumen nach oben. Und helft mir bei der Abstimmung. Ich weiß da gerade echt nicht weiter. Jetzt muss ich hier gleich wieder rechts. Genau. Jetzt noch einmal davor und dann sind wir am Ziel, Leute. Sind wir am Ziel? Wegholen-Lande. Oh, nicht schlecht. Ambush. Ja. Jetzt kommt da vorne unser Ziel auf der linken Seite. Die Hubbel sind ja extrem. So, wo möchten sie sie denn haben? Da drüben. Drüben möchte es haben. Nee. Ich mache es schon selber. Die 90 Punkte gebe ich nicht ab. Ich habe es halt nur nicht so mit der Bremse. Liebe Leute, nicht ganz so wie ich.
Oh, jetzt. Aber komm. Gibt Arbeiter. 120 Kilometer, 14 Stunden, 44 verbraucht 142,8 Liter. 8000 Euro und 500 EP. Leute, eure Meinung zu der Bank. Lohnt sich das? Soll man das wirklich? Wie machen wir es? Sollen wir weiter Aufträge fahren? Weil ich meine, ein Auftrag 8000 Euro. Wir haben momentan noch einen Kredit auf für einen LKW. Oh. Brauche ich da nichts heimlich? 2888 Euro weggehen. Und ja. 21.000 Euro haben wir noch. Was meint ihr? Helft mir bei der Entscheidung. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ja, zum nächsten Mal. Ciao, tschüss. Batterien LP.